den nächsten Folgen und in dieser hier geht's um Sardinien. Diesmal sind wir in Cala Luna, dass wir zuerst durchs Inland erwandern und dann mit dem eigenen Boot die ganze Küste bis nochmal Cala Luna erforschen. Doch bevor es überhaupt losgeht, müssen wir mal den harten, steinigen Weg hinwandern und wir sind ziemlich fertig am ersten Tag. Dr. Outdoor. Willkommen aus Sardinien diesmal. Wir sind mit der Familie auf Herbstferien, also Ende Oktober, Anfang November. Wir sind gerade von Cala Gonone runtergewandert, 3 Stunden durchs Inland bis zur Cala Luna. Eine wunderschöne Grotte und ein wunderschöner Strand. Und da haben wir jetzt das Glück, dass wir mit einem Boot wieder zurückfahren dürfen, weil sonst würden wir es bis zur Dunkelheit nicht schaffen und müssten bei Dunkelheit quer durch den Wald und quer durch die spitzen Karststeine. Bleibt dran, es werden sicher einige Abenteuer hier auf Sardinien passieren. Unsere Motorboote sind mit, Angelsachen sind mit, wir werden uns einiges anschauen. Viel Spaß dabei! Vom Hafen in Cala Gonone gibt es nicht nur Touristenboote, sondern auch in circa einstündigem Abstand Shuttleboote. Und wir haben das Glück, dass wir das letzte Shuttleboot erwischen. Eigentlich sollte in einer weiteren Stunde noch eines kommen, aber der Captain hat uns versichert, es fährt heute sicher nichts mehr. Er ist fertig. Also, Gott sei Dank haben wir das letzte genau auf Punkt erwischt. Die Gegend ist wunderschön. Diese Grotten hier sind fantastisch und der Plan ist geboren. Morgen fahren wir selber hin mit dem eigenen Boot, versteht sich. Mehr PS als ich, verdammt! Ah, will auch! In Cala Gonone angelangt, gibt's mal Pizza und Bier in der Hafenmole bei Vollmondaufgang. Dann noch einen coolen Drohnenflug zu unserem Wohnmobil direkt auf dem großen Parkplatz vom Hafen. Na dann, gute Nacht. Gleich in der Früh holen wir das Boot und den Motor aus dem Wohnmobilkofferraum, tragen es die 3 Stufen hinunter direkt zur Sliprampe und los geht's. Wenn ihr sehen wollt, wie das Boot genau zum Aufbauen und was wir da alles umgebaut haben, dann schaut euch doch meine anderen Filme an. Ich werde sie oben verlinken. Irgendwie ist das schon cool. Gestern sind wir den gesamten Weg durchs Inland gewandert und jetzt fahren wir die Küstenlinie entlang. Die ganze Küstenlinie ist voll mit Grotten und wahnsinnig coolen Felsen. Eine der berühmtesten und wohl auch größten Grotten ist Bue Marino. Sie ist nur mit dem Touri-Boot erreichbar und hier ist sogar eine eigene Tauchbasis, denn unter Wasser wird es wohl genauso spektakulär aussehen wie über Wasser. Cool, und die Stalaktiten schon sehr cool. Jedenfalls mit dem eigenen Boot da reinfahren, ist schon cooler als mit 100 Touristen.
Mit seinem kleinen Motorboot kommt man in jede kleine Grotte rein und das ist schon ein erhebendes Erlebnis. Für die Kinder überhaupt. Spektakulär, wenn die Wellen direkt neben dir aufs Höhleninnere brechen und es einen schönen Hall gibt. Hört euch mal den Klang an von so einer Höhle. Da kommt der raus. Wir erreichen diesmal den wunderschönen Strand von Cala Luna über den Seeweg und eine dieser wunderschönen Grotten gehört uns ganz allein. Zeit später schaffen es doch ein paar Leute von drüben durchs Wasser watend zu uns in unsere Bucht. Die sind jedoch schwer bepackt mit Seilen und sonstigem Equipment. Sardinien ist ein Eldorado für Kletterer und hier in Cala Luna soll die Schwierigkeit ganz schön hoch sein. Also, es tummeln sich die Profis und es gibt was zu sehen.
Rückweg kommen uns noch zwei Kajakfahrer entgegen, voll bepackt mit Campingsachen, eindeutig Zelte, Schlafsäcke und sonstiges für eine Übernachtungstour am Sandstrand. Das wäre was fürs nächste Mal, aber für uns heißt's zurückfahren und den Abend genießen. Diesmal nicht mit Packrafts, sondern mit unserem iBoat. Auch nicht schlecht. Mich würde es jedenfalls freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, denn wir werden das nächste Mal mit dem Motorboot hier auf Sardinien eine Lost Island und einige Lost Places erkunden. Bleibt dran! Dr. Outdoor, over and out!